herzlich willkommen. Heute sprechen wir über die Komplexität von Gesundheit. Und um die Komplexität von Gesundheit überhaupt auch erkennen zu können, reicht im Grunde schon ein Blick auf den Markt, wo wir Millionen Ratschläge, Tipps, Gesundheitshacks finden. Und scheinbar hat jeder eine Idee, was hilft, um Gesundheit wiederherzustellen oder auch Leistungsfähigkeit zu verbessern. Und man könnte auch in die Medizin gucken und sagen, Komplexität von Gesundheit lässt sich auch daran erkennen, dass Krankheiten zum Beispiel bei Menschen vollkommen unterschiedlich verlaufen, auch unterschiedliche Symptome zeigen. Manche haben auch einfach gar keine Symptome. Medikamente haben Nebenwirkungen, mal haben sie welche, mal haben sie keine. Es zeigt einfach, dass wir es hier mit einem Bereich zu tun haben, wo wir wenig Berechenbarkeit haben. Und genau darüber möchte ich heute mit einem Menschen sprechen, der es wissen sollte. Das ist Dr. Ben Bark, Sportwissenschaftler, Speaker, Autor, Mentor für ganzheitliche Gesundheit. Herzlich willkommen, Ben. Vielen Dank für die Einladung. Ich nehme die Herausforderung an, mit dir über dieses Thema heute zu sprechen, Raisa. Ja, also vielleicht starten wir auch gleich mal mit dieser Frage, dass Aussagen ja oft sehr, sehr allgemein sind, wenn man so guckt, ne? Gerade auch wenn man anfängt, sich auf eigene Faust zu informieren, dann erkennt man im Grunde die Komplexität der individuellen Gesundheit gar nicht. Was würdest du denn sagen, wie komplex ist Gesundheit aus deiner Sicht? Ja, ich möchte das auf jeden Fall heute vermeiden, über Qualität in den Angeboten zu sprechen, die es gibt, und möchte eher hervorheben, dass aus meiner Sicht zwei Sachen ganz entscheidend sind. Oder vielleicht sind es auch drei Sachen. Das eine im ganz Allgemeinen ist, weniger auf Komplexität zu gucken, als auf Individualität zu gucken. Das hat ja auch die Medizinforschung über Jahre komplett falsch gemacht, indem sie immer gesagt haben, unsere Probanden sind Männer, wir testen da die Medikamente und tun dann so einfach, als wären Frauen einfach die anderen Männer, was völlig hirnrissig ist unterm Strich. Das ist das eine. Dann glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, wenn wir über Gesundheit sprechen, das macht vielleicht auch ein Stück weit die Komplexität aus, dass wir als allererstes, wenn wir unsere Gesundheit fördern möchten oder wenn wir von mir aus auch über Langlebigkeit oder über Lebensqualität sprechen, dann dürfen wir immer auch Risikomanagement betreiben. Und das heißt, wir dürfen in der Familienanamnese eigentlich mal gucken, was ist da so in den vorherigen Generationen in der unmittelbaren Verwandtschaft passiert, weil das schon auch wichtige Erkenntnisse sein können. Und das Zweite ist, und das kommt mir bei den ganzen doch relativ allgemeinen Vorschlägen, die auch zielführend sein können, wenn wir mal die Gaußsche Normalverteilung anschauen und bei vielen Menschen prinzipiell auch funktionieren können. Und wir natürlich immer unterstreichen wollen, macht wirklich etwas grundsätzlich erstmal für euch, das ist immer eine gute Sache, dass es darum geht, dass wir bei Menschen zum einen zuhören dürfen, was sie denn für Erwartungen und für Ziele haben, weil das auch immer daran geknüpft ist, wie dann ein Vorgehen ganz konkret aussehen kann. Und was bei uns und bei mir im Mentoring zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Rolle dann spielt, ist auch wirklich Potenziale zu erkennen und herauszukristallisieren. Und das funktioniert aus meiner Sicht nur, und das wollte ich eben sagen, auch durch sinnvolle, interpretierbare Messungen, die einen objektiven Blick ermöglichen und dadurch auch Erkenntnisse herauskristallisieren können, die dann ein völlig anderes Vorgehen ermöglichen, als wenn man es im Allgemeinen einfach betrachtet. Und wie man gesagt hätte, was natürlich leider häufig der Fall ist, beweg dich mal mehr, entspann dich mal mehr, iss mal gesünder oder sowas. Das sind ja Aussagen, mit denen können viele Menschen gar nicht richtig was anfangen, weil das auch wieder viel Interpretationsspielraum offen lässt. Ja, ja. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, in deinen Mentorings, kannst du ein bisschen was zu deinen Mentorings erzählen und vor allem auch in Bezug auf die Frage, wie du denn in deinen Mentorings mit dieser Komplexität, / Individualität umgehst? Ja, total gerne. Also so ein Mentoring ist eine sehr individuelle, persönliche Begleitung. Das macht auch sicher den Zeitaufwand auf unserer und meiner Seite aus, aber gleichzeitig auch die Investition, die dafür dann ansteht. Und hier ist es aus meiner Sicht im ersten Moment sehr wichtig, dass man sich vier große Bereiche anschaut. Also wenn ich von ganzheitlicher Gesundheit, einem relativ abgedroschenen Begriff spreche, dann verstehe ich darunter im Sinne der Gesundheitsförderung meines persönlichen Einflussbereichs, dass wir
uns um Bewegung kümmern. Das wäre sowieso die eine Sache. Wenn jemand nur eine Sache verändert, dann würde ich mich um Bewegung kümmern. Rein wissenschaftlich absolut fundiert. Dann dürfen wir uns um Ernährung kümmern. Ganz, ganz wichtiger Punkt, Regeneration, auch etwas Hochindividuelles, was ja auch mit dem Alltag der Menschen dann zusammenhängt und auch adaptierbar und integrierbar sein darf. Und die mentale Gesundheit als etwas, was viele Jahre gänzlich in der klassischen konventionellen Medizin übersehen worden ist, heute Gott sei Dank immer mehr in den Fokus gerückt wird und ja auch durch deine enorme Kompetenz in dem Bereich nochmal auf ein völlig anderes Level jetzt in den vergangenen Monaten gehoben worden ist, weil wir da sehr, sehr konkret nicht nur mit Grundvoraussetzungen arbeiten können, sondern sehr, sehr genau auch herausfiltern können, wo Menschen denn sich so im Laufe des Lebens auch ihre eigenen Hürden gebaut haben und welche Themen und Komplexitäten sie für sich auch verändern, vielleicht wieder vereinfachen wollen und auch im wahrsten Sinne des Wortes loswerden wollen. Und wenn man da mal hinter die Fassade guckt, dann ist das ein noch unheimlich starker Einflussbereich. So, also das ist das Erste, was ich sagen möchte. Wir dürfen diese vier großen Säulen anschauen aus meiner Sicht und dürfen dann für die verschiedenen Säulen eine Priorität festlegen und eine Individualität herauskristallisieren. Das schafft nämlich dann am Ende des Tages auch die geringsten Aufwände und die schnellsten und aus meiner Sicht auch nachhaltigsten Ergebnisse. Ich kann ein bisschen was jetzt auch zu Messmethoden erzählen, wenn du das hier hören möchtest, wobei ich gleichzeitig sagen möchte, auch das entscheiden wir sehr individuell. Wir haben natürlich Grundpanels, die wir dann durchführen, aber es würde völlig den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier drüber spreche, was wir detailliert machen und was das für Zusammenhänge ermöglicht. Da machen wir lieber nochmal zu einzelnen Themen dann, glaube ich, nochmal eine Gesprächsrunde auf. Ja, also du brauchst vielleicht nicht in die Tiefe gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die sich jetzt gerade auch sehr interessiert vielleicht fragen, worin besteht denn das Setting deines Mentorings, dass du vielleicht durchaus so ein bisschen tiefer darauf eingehst, dass das nicht so der Eindruck entsteht, wie wir neulich mal in einem Testimonial gehört hatten. Das ist bestimmt nur ein Sportwissenschaftler, der sich weitergebildet hat, sondern dass du vielleicht auch nochmal die Größenordnung deines Netzwerks, deiner Ressourcen und deiner Messungen vielleicht auch nochmal ganz kurz skizzierst. Ja, total gerne. Und ich glaube auch, dass das dann für jeden, der sich unabhängig damit auseinandersetzt, auch ein sehr spannender Einblick sein dürfte. Das Zitat, was du da gerade aufgegriffen hast, kam übrigens von einer Allgemeinmedizinerin, auch einer sehr engagierten Allgemeinmedizinerin eines Klienten, die sich im Nachgang Ergebnisse in einem Zeitraum von 3 Monaten Veränderungen angeschaut hat, die wir gemessen haben und dann mit großer Freude und auch einem tollen Feedback das zur Kenntnis genommen hat. Und damit relativierte sich die Aussage dann auch ein Stück weit. Es ist aber für mich alles in Ordnung, weil wir mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, ein großes Vertrauensverhältnis haben. Und ich brauche nicht für irgendjemanden da draußen, der anderer Meinung ist, das zu machen, sondern wir konzentrieren uns darauf, was die Menschen an unserer Seite erreichen wollen. Die reflektieren, dass genau das passiert. Ich bin ein fundierter Wissenschaftler in meiner Arbeit. Das ist auch mein Anspruch. Und ich mische deswegen Objektivität mit Subjektivität. Ich brauche ja nicht jemandem zu sagen, dass ein Parameter um 5% besser geworden ist, wenn der mir sagt, Ben, ganz ehrlich, schlaf schlechter. Ich bin weniger ausgeruht oder sowas. Dann ist das für mich das, was Gewicht hat. Gehen wir mal darauf ein, was wir genau messen oder grob messen. Und ich erlaube mir da auch ein bisschen plakativer zu sein, weil es sonst wahrscheinlich einfach zu überladen wird. Also im ersten Moment ist es so, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass der Status quo ein wichtiger Eindruck ist, den wir gewinnen können. Also wo stehe ich heute? Das kann man ja beispielsweise mit Blutanalysen messen. Das kann man beispielsweise mit Körperzusammensetzung, Körperstatusmessungen machen. Und das nochmal in ein Verhältnis und vielleicht auch in Kontrast zu setzen mit, was habe ich denn für Voraussetzungen? Was ist denn in mir angelegt? Wo liegen denn meine Potenziale? Auch die low-hanging fruits sozusagen, aber wo sind gleichzeitig auch Risikofaktoren, die wir einfach mit auf dem Schirm haben müssen. Und aus meiner Sicht ist nur das überhaupt ein Grundsatz, um beurteilen zu können, was ich hier im Status quo gemessen habe. Wie kann ich das verankern mit dem, was ich beispielsweise in einer DNA-Analyse herausgefunden habe? Die Möglichkeit, das heute mit Menschen zu machen, das ist erst in den letzten 10 Jahren etwa so möglich geworden. Das war vorher auch möglich, aber es war unfassbar teuer.
Heute kann man das tatsächlich auch mit einem geringeren Invest für einen Otto-Normalverbraucher machen. Dann ist es ganz wichtig, das gut interpretieren zu können und auch wieder mit dem Status Quo-Kontext in Verbindung zu setzen. In unserer Vorgehensweise messen wir sehr, sehr umfangreich das Blut. Ich mache mal so 4 Schubladen auf, die dabei eine besondere Rolle für uns spielen. Das ist zum einen all das, was unseren Körper auf Nährstoffbasis auch gesund sein lässt, das beispielsweise verändert sein kann, weil wir in der DNA einen besseren oder einen schlechteren Speicher für einen Nährstoff haben, was beispielsweise verändert sein kann, weil ein Mensch ein Übermethylierer ist oder vielleicht ein Normalmethylierer ist, da spreche ich jetzt von B-Vitamin, was beispielsweise schon daran hängen kann, dass jemand mehr Stress in seinem Alltag hat und auch mehr deswegen an Antioxidantien braucht, an antioxidativer Kapazität. Was wir messen können, wenn wir schauen, wie hoch ist dieser Level, wie hoch ist der Level allein auf Ernährungsbasis, wie hoch ist er auf Speicherbasis, wie stark sind denn entzündliche Prozesse, nicht nur über ein C-reaktives Protein, das wir messen, sondern auch über eine Lipidperoxidation beispielsweise. Also wie viel oxidativer Stress, oxidativer Prozess setzt unserem Körper möglicherweise da auch schon zu. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleines Bild, was ich hier gezeichnet habe, aber es macht Sinn, Werte, die unseren Körper unterstützen, in einer hohen Leistungsfähigkeit und Gesundheit auch in einem guten und teils auch höheren Bereich zu halten. Dann gucken wir uns die gesamte metabolische Seite an. Die metabolische Seite betrifft ja die Stoffwechselgesundheit. Wie gut arbeiten teilweise Organe, wie eine Leber, wie sieht es mit dem Blutzucker und so weiter aus. Und auch da wählen wir nicht nur den Status quo aus dem Blut, sondern wir setzen das in ein Verhältnis zu dem, was wir tatsächlich Tag für Tag dann messen können. Wir machen also hier ein Monitoring, um wirklich Ist-Zustand nochmal anders zu messen im Alltag. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein im Mentoring, wirklich bei den Leuten nicht in einer isolierten, artifiziellen Situation zu sein, die ich als Messung auch teils in meiner Forschungsarbeit immer wieder kritisiert habe. Wir messen Sachen, die messen wir im Labor, die können im wirklichen Leben ganz anders sein, sondern wir wollen wirklich sehen, wie sieht der Alltag aus und wie spiegelt sich das letztlich auch in verschiedenen Parametern wieder und nicht, dass wir, was wir für eine Minute gemessen haben und damit sagen können, so ist es dann auch immer. Also wir messen eine metabolische Seite, dann messen wir so die kardiovaskulären Parameter, die im Übrigen auch eine Vorhersagekraft für neurodegenerative Erkrankungen haben können. Das sind so Demenz, Alzheimer als die verbreiteste Gehirnerkrankung, die mit einem altersuntypisch schnelleren auch Gehirnschwund zusammenhängen können. Da gibt es eine gute Verbindung. Das Herz ist verhältnismäßig klein auf die Körpermasse berechnet, ebenso wie das Gehirn verhältnismäßig klein auf die Körpermasse bezogen ist, aber viel Energie braucht, sehr fein versorgt wird. Da hat man also auch Indikatoren dafür. Wir gucken uns eine hormonelle Seite in dem Zusammenhang noch an und gucken, welche Belastungsmomente es eben nicht nur mit Blick auf oxidativen Stress gibt, sondern auch auf Schwermetallbasis sozusagen. Und das ist jetzt schon mal wieder ein guter Begriff und ein gutes Beispiel dafür, wie differenziert vorgegangen werden muss. Es gibt, ich würde sagen, Millionen Produkte für Entgiftung. Und dann kommt ganz schnell, ja, musst du einfach nur das einnehmen und dann schwemmst du das einfach raus, überhaupt kein Problem. Und ich kann mir immer nur wieder an den Kopf fassen, es ist fatal. Leute, wenn unser Körper aus welchen Gründen auch immer Schwermetalle einlagert, ist im Übrigen teilweise auch wieder eine genetische Komponente. Wir können sehen, ob jemand in der Phase 1 Entgiftung stärker ist. Wir haben 3 Phasen der Entgiftung. Das eine ist es, wasserlöslich zu machen. Das zweite ist es, adäquat durch den Körper zu transportieren. Das dritte ist wirklich loszuwerden. Viel passiert da über Stuhl, also über den Darm dann. Dann muss ich doch nicht nur gucken, wie transportiere ich den Kram oder löse ich den aus dem Körper aus, sondern kann er wirklich auch aus dem Körper rauskommen? Ist die Niere in Ordnung? Hat die Niere auch entsprechend eine Flexibilität, um das ausleiten zu können? Wie ist die hormonelle? Wie ist die Stresssituation? Ist der Darm dicht? Das sind jetzt nur 5 einfache Punkte, die absolut entscheidend sind. Weil wenn ich sehe, okay, ich habe zum Beispiel relativ hohe Schwermetallbelastung, Quecksilberbelastung beispielsweise, und ich sage jetzt, okay, ich fange einfach an, das auszuleiten, dann müssen wir Sachen vorbereitet haben dafür. Ansonsten habe ich den Kram nicht mehr irgendwo in der Fettzelle oder sowas liegen, sondern am Ende zirkuliert er noch durch den Körper. Und es ist ein großer Unterschied, ob das irgendwo in einem Sondermülllager in unserem Körper relativ gesichert abliegt. Wir wollen es natürlich auch da nicht haben, als wenn sich das über die Blut-Hirn-Schranke letztlich auch im Gehirn nochmal mit absetzen kann. Das, bitte Leute,
macht euch selbst auch ein Stück weit Gedanken darüber. Viele Sachen werden wirklich viel zu einfach dargestellt. Da fehlt einfach auch die notwendige Komplexität und in dem Zusammenhang auch wirklich Seriosität, das angemessen durchführen zu können. Und das ist am Ende des Tages eben nicht mit irgendeinem Präparat getan, sondern das muss ganzheitlich betrachtet werden. Und das kann man auch unabhängig von mir machen. Da bin ich nicht der einzige Ansprechpartner, aber es ist mir wichtig, da auch offen drüber gesprochen zu haben. Blutbild. Wir nehmen plakativ gesprochen 13, 15 Röhrchen ab. Wenn du klassisch beim Arzt bist, dann nimmt er vielleicht mal 2, 3 Röhrchen oder sowas ab. Also wir gucken wirklich sehr, sehr viel an. Und das ist auch eine hohe Investition, die wir da tätigen, um das eben entsprechend dann im Mentoring so durchführen zu können. Zumal wir bei den Blutparametern ja auch immer Vorher-Nachher-Tests machen wollen. Also wir wollen nicht sagen, okay, wir wissen, was ist und wir gucken uns das jetzt nicht mehr an, sondern das, was wesentlich ist, schauen wir uns auch nochmal in der zeitlichen Verzögerung von 3, 4 Monaten, so Mentoring geht ja im ersten Schritt auch 6 Monate. Schauen wir uns dann nochmal an, um wirklich auch evaluieren zu können, was ist passiert, welche Maßnahmen haben gegriffen, wo dürfen wir nachjustieren, was ist in einem guten Bereich. Und das ist nicht nur für einen Wissenschaftler schön, sondern das ist auch für die Reflexion der Menschen dann wichtig, diese Veränderung dann auch zusammen mit uns gegangen sind. Ich habe gesprochen über DNA. So in unserer DNA-Diagnostik, die wir machen, können wir heute 250 SNPs, das sind bestimmte Kodierungen auf der DNA, auf dieser Doppelhelix-Struktur, analysieren. Es gibt heute gute wissenschaftliche Ergebnisse dazu, um auch einen Interpretationsspielraum aufzumachen. Man sollte wissen, dass die DNA, so prinzipiell unsere Erbinformation, ungefähr 30% für unsere Gesundheit an Rolle spielt. Ungefähr 70% ist immer noch Lebensstil. Aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel, dass ich zum Beispiel eine eher schlechtere Schwermetallausleitung habe und ich esse jetzt noch ständig Hochseefisch oder sowas oder viel Dosenfutter, blöd gesagt, dann habe ich ja mit der genetischen Komponente und den Lebensstil eigentlich zweimal auf die Mütze bekommen und das ist einfach ganz wesentlich, sich damit zu beschäftigen. Wir gucken uns ApoE-Status an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor auch für ein Demenzrisiko tatsächlich. Also da schwebt schon so ein bisschen auch das Damoklesschwert über einem. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist zu sagen, weil ich das manchmal auch höre, ja, will ich das denn alles überhaupt wissen? Das, was wir machen, ist Selbstermächtigung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, das ist aber unglücklich. Und wir wollen nur gucken, was alles super ist und feiern das, dass wir da gute genetische Voraussetzungen bekommen haben, die ja nochmal auch durch den Lebensstil mit dem Hintern zügig abgeräumt werden können, sondern wir wollen genau dann entscheiden, welche Maßnahmen sind dann zu ergreifen, um das Risiko beispielsweise zu mindern. Und da ist es unterm Strich ja so, dass wir wirklich sagen können, dass Menschen, die dann genetisch ungünstiger mit einer sogenannten Prädisposition, also einer Vorbelastung dastehen, dass sie das mit ihrem Lebensstil komplett ausgleichen können im Vergleich zu jemandem, der eigentlich gute Voraussetzungen hat, aber einfach schlecht lebt, was den Einfluss der Ernährung, der Bewegung, der Regeneration zum Beispiel angeht. Und da sind wir sehr, sehr zielführend mit unseren Maßnahmen. Es gibt Komponenten, die sich im Alterungsprozess da anschauen lassen, Komponenten, die sich auf der Nährstoff-Ernährungsebene anschauen lassen, selbst Bewegungsebene anschauen lassen, Komponenten, die eben diesen Entgiftungs- und den hormonellen Prozess auch widerspiegeln. Das ist wirklich komplex und uns ist hier ganz, ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch im Expertenteam dann anschauen und auch mit der Situation, dem Status quo und den verschiedenen Parametern, die wir messen, in Einklang bringen, um dann zu entscheiden, was bedeutet das konkret für uns. Und da steckt eben ganz, ganz viel auch zeitlicher Aufwand für uns mit drin, weil wir ja nicht nur die zwei Analysen haben, sondern ich mache gern weiter. Wir uns auf der Ernährungsebene anschauen, welcher Stoffwechseltyp jemand ist, also welche Nahrungsmittel passen gut zu einem. Das sind keine Allergietests. Also da möchte ich auch mal klar sagen und dann vielleicht doch auch ein bisschen rummotzen. Ja, es gibt Allergien, wenn ich eine Erdnuss esse und ich kriege schlecht Luft. Leute, dann brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Gibt es wirklich gute medizinische Desensibilisierungsverfahren, aber die müssen richtig gut durchgeführt werden, auch von Medizinern, da muss man das genau beobachten, damit vielleicht mal im Zweifel ein bisschen Nuss, die gegessen wird, nicht zu dem fatalen Ereignis und dann dem Pen-Stick mit einer Adrenalindosis führt, sondern eben dann doch das auch besser kompensieren zu können. Aber alles andere, was wir erleben, bei Menschen, die dann zum Beispiel mit Allergien, mit Blähbauch oder Ähnlichem reagieren, abseits von Zöliakie und diesen Sachen, ne, die wirklich klar sind. Es gibt Allergien, die sind mit dem
direkten Typ, da merkst du sofort was, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, die sind unbeeinflussbar. Aber für die anderen sehen wir, dass das Mikrobiom beispielsweise eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Wie sieht es da mit der Dichtigkeit des Darms aus? Haben wir vielleicht Histaminauffälligkeiten? Wie ist der Entzündungsstatus im Darm auch im Speziellen? Wie sind die verschiedenen Bakterienstämme auch im Verhältnis der Protektiven zur Fäulnisflora und so weiter? Alles wirklich jetzt im ersten Moment relativ oberflächlich betrachtet, aber man kann sich ja mal so einen Bericht anschauen, den wir dann da bekommen, wo wir hunderte Messwerte drin haben und die eben in einen sinnvollen Zusammenhang bringen dürfen. Und bei dem Stoffwechseltyp geht es letztlich darum, welche Nahrungsmittel funktionieren per se gut für mich, in einem Verhältnis auch, nach einer Art Ampelsystem, was auch im Alltag gut umsetzbar ist, um zum Beispiel ein diversifiziertes, gesundes, leistungsfähiges Mikrobiom und Immunsystem zu schaffen. Denn die meisten Menschen denken vielleicht beim Darm noch darüber nach, ganz platt gesprochen, sicher nicht die, die heute hier zuhören oder sich das anschauen. Hoffentlich werde ich den Kram vernünftig los und der macht nicht irgendwie Theater und mir tut der Bauch weh oder so oder ich kann nicht gut auf Toilette gehen. Aber es geht ja viel weiter. Der Darm ist im ersten Moment mit dem Gehirn direkt verbunden, hat also 90% der Kommunikation gehen vom Darm nach oben ans Hirn. Wir haben dann das enterische Nervensystem, also ein ähnlich gehirnähnliches Nervensystem im Prinzip, was auch das Bauchgefühl ja ganz schön herleitet. Und wir haben da eine ganze Menge auch an Neurotransmittern, die gebildet werden können. Und jetzt nehme ich nur mal zum Beispiel das Serotonin als Stimmungsmacher, wo 90% im Darm dann produziert wird. Wenn diese Dinge nicht gut funktionieren, dann hat das eine unheimlich hohe Relevanz. Wenn wir bestimmte Bakterienkonstellationen im Darm haben, die auch unglücklich sein können und wir auch Stoffwechselzwischenprodukte haben, die eben über die Darm-Hirn-Schranke auch mit ins Gehirn kommen. Es gibt heute Zusammenhänge, mindestens Zusammenhänge, nicht für alles Kausalitäten, aber für ALS, Parkinson dann eben durchaus auch, dass Bakterienstämme, die im Darm oder Darmgesundheit und Ungesundheit dann als solches auch Einfluss auf bestimmte Erkrankungen auch kausal mithaben kann. Zusammenhänge gibt es eigentlich immer. Aber mindestens ist es so, dass wir sogenannte Psychobiotika inzwischen auch kennen. Das heißt, das sind Bakterienstämme, die unser Verhalten, unsere emotionale Gesundheit beeinflussen, unser Essverhalten am Ende des Tages bestimmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, ein ganz wichtiger Baustein auch bei uns, zu sagen, wir gucken uns das Mikrobiom an. Ich weiß, dass es da auch eine ganze Menge unterschiedlicher Ansätze gibt. Natürlich kann man auch sozusagen die Mikrobiom-DNA bestimmen. Viel Spaß, Leute. Geht in die USA, nimmt ein großes Päckchen Geld nochmal zusätzlich mit. Kann man tatsächlich alles machen. Aber es ist doch relevant, dass wir schauen, wie die Zusammensetzung im Moment im Darm ist, wenn wir bestimmte auch Voraussetzungen einhalten, dass das nicht irgendwie durch die kurzfristige Ernährung, durch irgendwelche Kapseln oder sowas beeinflusst worden ist, dann spielt das doch eine wichtige Rolle, weil wir ja einen Status quo messen, aber durchaus Zusammenhänge dann auch in der Komplexität unserer Daten bekommen. Und wenn ich jetzt so weitermache mit den Beschreibungen, dann sind wir in 3 Stunden hier grob fertig. Deswegen nehme ich nochmal so ein bisschen Tempo in dem Kontext auf. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns Regeneration anschauen. Die messen wir in unterschiedlichen Stufen. Also im ersten Moment wollen wir natürlich gucken, wie gut ist die vegetative Balance und was können wir noch rausholen, wenn wir Gaspedal und Bremse, Sympathikus und Parasympathikus in ein Verhältnis setzen. Das messen wir unmittelbar hier vor Ort. Und dann wollen wir aber gucken in einem Langzeit-EKG, wie funktioniert die vegetative Balance im Tag-Nacht-Shift, wie gut arbeitet da der innere Arzt, der sogenannte Parasympathikus, erreichen die Leute auch eine gute Erholung, bis hin zu vertiefender Diagnostik, die uns schlafähnliche Labore zu Hause auch ermöglichen, mit denen wir beispielsweise Schlafapnoen messen können, sogenannte OSA-Scores bilden können. Wie häufig kommen Atemaussetzer? Wie ist die Schlafarchitektur genau aufgebaut? Wie sind die Verhältnisse welcher Schlafphasen auch zueinander für DRM und Tiefschlaf mit die wichtigste Größenordnung auch einnehmen, wie häufig entstehen Entsättigungen und so weiter. Das sind wirklich sehr umfangreiche und trotzdem einfach durchführbare Messungen, die wir da mit den Klientinnen und Klienten auch durchführen können und dann absolvieren können. Das eben auf der Regenerationsseite. Auf der mentalen Seite könntest du jetzt viel mehr dazu erzählen, aber auch hier ist es sehr individuell. Es geht ja nochmal darum, was wollen die Leute? Es geht ja nicht darum, dass wir die Leute über ein halbes Jahr beschäftigen wollen, weil den Leuten fürchterlich langweilig ist. Wir haben sogar einen guten Teil der Menschen, die viel zu tun haben und sich einfach wünschen, dass wir die richtigen Hebel umlegen dann. Und das ist natürlich wieder total wichtig, wo möchte jemand hin? Welche Baustelle soll angegangen werden?
ein Verständnis dafür zu schaffen, wie bin ich eigentlich so grundsätzlich aufgestellt? Wie kann ich mich besser verstehen? Und das ist ja, wirst du am besten erklären können, das sind total bereichernde Momente, wenn die Leute verstehen, was da in ihnen teilweise so vorgeht und sich auch ganz anders wertschätzen darüber können, ihre Potenziale und ihre Fähigkeiten viel besser einbringen können in dem Verständnis ihrer, ich nenne das jetzt mal Grundvoraussetzungen und Konstellationen, auch wenn das durchaus differenzierter wahrscheinlich noch zu benennen ist. So, und jetzt muss ich kurz nachdenken, dann entscheiden wir, je nachdem nochmal tiefergehende Diagnostiken zu machen. Alles, was wir messen, ist schon direkt im nächsten Schritt mit möglichen Schritten verknüpft. Also nichts, was wir messen, ist nicht klar, was resultiert aus welchem Wert daraus. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sehe häufig, dass einfach irgendwie wie wild drauf losgemessen wird. Aber du musst dir ja immer überlegen, wenn ich den Wert messe, was bedeutet das denn jetzt? Was will ich denn jetzt mit dem Wert erreichen? Wo muss der stehen? Wo muss der denn hingebracht werden? Wie passt der zur Lebenssituation? Wie passt der zu der Genetik? Und so weiter und so fort. Aber das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und so entscheiden wir je nachdem auch, umfangreichere Mitochondrien-Diagnostik zu machen. Das sind die Kraftwerke in den Zellen, die eben über die Atmungskette den universalen Treibstoff unseres Körpers produzieren, das sogenannte ATP, das Adenosintriphosphat. Und wenn die Mitochondrien nicht leistungsstark sind, dann merken wir, dass unsere Leistungsfähigkeit einbüßt. Das ist vornehmlich durch den Lebensstil beeinflusst. Also Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress sind eben die ganz, ganz wichtigen Faktoren im ersten Moment. Aber es hat ganz, ganz viel auch mit Nährstoffversorgung zu tun. Und das sind wirklich Hightech-Untersuchungen als solches, wenn man sich anschaut, was da für Labordiagnostik dann erforderlich ist, auch sehr kurzfristig zu verarbeitende Parameter, die dann per Express untersucht werden. Und ich staune einfach immer wieder nur. Ich finde es so super spannend, weil ich vergleiche das ganz gerne mit Mitochondrien-Diagnostik, vergleiche ich gerne mit dem Gewichtheben, diese olympische Disziplin. Man kennt das vielleicht, das Reißen, wo man das Gewicht direkt hochbringt, oder das Umsetzen, das Stoßen dann sozusagen. Du kannst bei dieser Disziplin die gesamte Bewegungskette auseinandernehmen und Teildisziplinen dann aus verbessern. Also ist jemand stark genug in den Beinen, kriegt er genug Zug und Beschleunigung in der ersten Zugphase, ist er schnell genug unter das Gewicht gehockt und so weiter und so fort. Wir jetzt nicht über die Bewegungskette des Stoßen oder Reißens hier sprechen, auch wenn ich super spannend finde. Aber worauf es ankommt, ist, dass wir mit dieser differenzierten Diagnostik sehen können, an welcher Stelle wir in den Prozess eingreifen können und durch beispielsweise ein zielführendes Nährstoffkonzept oder auch apparatives Vorgehen, bestimmte Maßnahmen, massiv die Mitochondrien-Diagnostik oder die Mitochondrien-Gesundheit verbessern können. Und viele, viele Jahre hat man immer gesagt, die Mitochondrien, ja, das sind die Kraftwerke, die sind für die Energiegewinnung wichtig, das ist für Sportler wichtig und so weiter. Heute wissen wir, dass ein Mitochondrium oft vor der DNA kaputt geht und Schäden bekommt. Also wir haben nicht nur eine Einschränkung unserer Lebensqualität, unserer Leistungsfähigkeit, die wir beobachten, die uns auch an sehr kritische Schwellen da bringen kann, sondern wir sehen in der Regel irgendwann auch, dass wenn das Mitochondrium nicht mehr in Ordnung ist, in der Anzahl, immer leistungsschwächer wird, immer weniger Kapazität, Reservekapazität, Maximalkapazität hat, dann führt das dazu, dass auch DNA-Schäden wahrscheinlicher werden. Nochmal, Kausalitäten müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere jetzt sagt, ja, das ist aber noch eigentlich viel komplexer. Seht es mir bitte nach. Ich versuche das hier ein bisschen bildlich zu beschreiben. Wir können gerne noch mal viel tiefer einsteigen und das besprechen. Aber ich glaube, es führt dann an vieler Stelle nicht so wirklich weiter. Also das sind die Sachen, die wir zum Körperstatus dann zu einer Zusammensetzung und so weiter sehr umfangreich analysieren und uns dann anschauen, welche Art von Regeneration funktioniert jemanden für Bewegung, welche Art von Ernährung, welche Art eben auch von mentaler Gesundheit, emotionaler Gesundheit dürfen wir aufpassen. Wo sind Risiken? Wo sind Potenziale? Was will jemand? Und dann kommen wir mit enormer Komplexität auf unserer Seite in ein sehr spezifisches Vorgehen rein, dass wir differenziert Schritt für Schritt mit jemandem umsetzen und immer sagen können, dass das, was wir ergreifen, hat den größten Hebel für jemanden. Das heißt, das klingt ja jetzt so, als müsste jemand sein ganzes Leben von heute auf morgen umkehren, wenn wir das alles auch messen und diese Lebensbereiche anschauen. Aber wir gewichten die einfach und wir wissen da drin in der Regel auch das, was wir von den Menschen dann alles schon erfahren haben. Was kann gut funktionieren?
Wo kann mit wenig Aufwand viel Ergebnis entstehen? Ich muss jetzt gerade auch an ein Testimonial denken, an eine Stimme einer Mentorin, einer Mentorenkundin von dir, eine Kieferorthopädin. Diese Stimme hat mich unglaublich berührt, weil sie in ihrem Testimonial davon gesprochen hat, dass sie erst über dein Mentoring die Erfahrung gemacht hat, dass sie im Grunde von vielen Dingen, die sie sozusagen für ihre Gesundheit gemacht hat, dass das gar nicht so viel verkehrt war. Nur in der Zusammensetzung und in, also ihr fehlten noch einige Puzzleteile und in der Zusammensetzung hast du sie quasi neu eingestellt. Und ich kann mir auch vorstellen, und auch das hat sie sehr, sehr eindrucksvoll in ihrem Video erzählt, wie tröstlich das ist, ne? Wenn man sich ja eigentlich das ganze Leben lang auch bemüht für die eigene Gesundheit und dann jemand kommt und einem wirklich mal so einen richtigen analytischen Check-up macht, der einfach auch ganz klar sagt, okay, du stehst hier und ganz vieles davon darfst du behalten und musst du auch behalten und wir rücken das nochmal an eine andere Stelle, so dass das, was du tust, auch den größtmöglichen Impact hat. Absolut. Ja, ich kann mich gut an die Klientin erinnern. Wir hatten ja auch eine größere Herausforderung einfach damit drin, ne? Also wenn zum Beispiel die Energie irgendwie weniger wird, und das ist schon so, dass das auch der ein oder andere beobachtet, entweder sagt, ja, okay, ich merke, dass wirklich ich ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehe, passt ja fast in den Kontext der Zahnmedizin, oder eben zu sagen, ich brauche aber viel mehr für das, was ich noch vorhabe, oder ich will immer schon dafür sorgen, dass ich möglichst auf einem sehr hohen Level stehe, von dem es vielleicht irgendwann dann auch im Alterungsprozess natürlich immer etwas weniger wird, dann ist es so, wenn je mehr wir in diesen Engpass hineinrutschen und merken, uns fehlt Energie für das, was wir uns abverlangen und was wir auch von uns erwarten, desto mehr fangen wir an, wie wild um uns zu schlagen, also Gießkannenprinzipmäßig zu agieren. Was wieder zusätzlichen Stress verursacht, auch im Sinne der Compliance am Ende des Tages. Mhm. Und ich kann das nur unterstreichen, dass es, ja, wenn man die Dinge misst, dann weiß man eben auch wirklich, an welchen Stellen anzusetzen ist. Und ich halte das für sinnvoll. Ich glaube, dass dann in Nährstoffen ein enormes Potenzial auch steckt. Auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, es macht keinen Sinn, pauschal alles eben mit nach Gießkannenprinzip möglichst hoch zu schaufeln. Das kann unter Umständen ja auch mal negative Folgen haben. Das ist aus meiner Sicht viel, viel weniger krass, als das häufig auch in Mitteilungen und in Presseberichten so geäußert wird. Das hat ja auch damit zu tun, dass da jetzt keine bestimmte Industriezweige davon nicht profitieren, wenn Menschen von vornherein gesünder sind. Aber die Schublade möchte ich heute nicht aufmachen. In der Tat ist es so, dass wir eben gucken dürfen, nochmal abhängig von der Situation und den Zielen in dem Fall, was braucht der Körper mehr? Haben wir ein höheres Entzündungspotenzial? Hier ist auch eine Komplexität aufgrund einer sozusagen Autoimmunerkrankung dann vielleicht auch noch mitgegeben. Dann dürfen wir gucken, wie ist der Bedarf da drin tatsächlich? Und dann können wir das natürlich auch wieder sehr zielführend begleiten. Und das war das, was hier an der Stelle tatsächlich einen großen Unterschied gemacht hat am Ende des Tages. Also wir haben auch da drin noch nicht alles auf die perfekte Ebene gehoben, was, glaube ich, auch dann hervorgeht, was bestimmte Regelmäßigkeiten noch angeht. Aber wir haben ein so unfassbar anderes Ergebnis im Vergleich zum Ausgangszeitpunkt geschaffen, in dem wirklich ein düsteres Licht aufgezogen war. Es ist wirklich so, dass der Alltag auf einem sehr hohen Level, und das ist ja auch ein Anspruchsdenken, was wir immer noch mit berücksichtigen müssen, selbst auf dem persönlichen Anspruchslevel in wirklich einer nahezu perfekten Art und Weise funktioniert. Gleichzeitig wissen wir, wir haben immer noch Potenzial, wenn zum Beispiel der Bewegungspart nochmal ausführlicher stattfinden würde. Mhm. Und deswegen, vielleicht lass mich das auch nochmal sagen, Nährstoffe sind wichtig, gar keine Frage. Aber es macht keinen Sinn, die anderen Lebensbereiche hinten anzustellen und erstmal auf Nährstoffbasis was zu machen. Also wenn man die eine Sache im Leben eines Menschen verändern möchte für die Gesundheit, dann bitte kommt in Bewegung und vermeidet diese ganz, ganz langen, auch inaktiven Zeiten im Alltag. Das ist der Killer Nummer eins. Mhm. Und dann würde ich eben Schritt für Schritt, und da darf man die persönlichen, auch Nachhaltigkeit immer wieder in Frage stellen,
Natürlich schaffen es die meisten Menschen, mal eine Woche zu fasten oder von mir aus eine Woche super clean zu essen, von mir aus auch eine Woche jeden Tag ins Studio zu gehen. Aber Leute, es kommt doch auf die 80% Ergebnis an und nicht auf die 100%. Das heißt, guckt lieber, dass ihr nach Pareto-Prinzip 20% an Zeit und Aufwand betreibt, um 80% des Ergebnisses zu haben, und tut euch selbst den Gefallen, weil das super demotivierend ist, zu überpacen da drin. Das führt zu nichts. Es ist einfach so, dass man eher frustriert ist, und dann weißt du, dass das für die mentale Gesundheit auch total schlecht ist, weil man sich sagt, ich habe es schon wieder nicht geschafft, ich bin ein Versager, ich krieg's nicht hin, guck mal, der und die, die schaffen das doch eigentlich alle. Darauf kommt es nicht an. Nachhaltigkeit ist ganz, ganz wichtig, und ich bin der Meinung, erstmal Bewegung, Ernährung, Regeneration und auch die mentale Seite der Gesundheit vernünftig in den Griff kriegen. Und dann kann man natürlich super und gut und auch sinnvollerweise auf Nährstoffbasis etwas im Sinne eines vernünftigen Konzepts begleiten. Ich stelle immer in Frage, und das ist ja das, was ich sehr häufig sehe, wenn jemand sagt, ja, so zwischen 5 und 8 am Tag oder sowas. Ja, kannst du jeden Tag, kannst du auch anders oder so machen. Das ist ja kein Konzept, was dahinter steckt. Also wir müssen doch wissen und möglichst auch kalkulieren oder zumindest berücksichtigen auf der Grundlage, die ein Mensch hat, wann wollen wir wo sein? Wie lange wird etwas gemacht? Ein Konzept muss aus meiner Sicht einen Anfang, eine Intervention und ein Ende haben. Da wird am Anfang und am Ende gemessen. Dann weiß man genau, was ist. Dann kann man je nachdem anpassen. Dann kann es sinnvoll sein, bestimmte Nährstoffe auch auf genetischer Basis oder aufgrund der Alltagsbelastung kontinuierlich und dauerhaft zu nehmen. Das ist durchaus etwas, was wir regelmäßig auch machen und anwenden. Genauso ist es aber auch oft sinnvoll, das eine Zeit lang zu machen, um den Körper in eine Balance wiederzubringen und dann zu gucken, wie gelingt das auch in einer alltäglichen Ernährung, in einer alltäglichen Versorgung auch sicherzustellen. Und das ist schwieriger geworden, überhaupt keine Frage, insbesondere bei religiösen Ernährungsformen, die ich oft beobachte, genauso wie bei tendenziell auch Lebensmitteln mit geringerer Nährstoffdichte oder eben auch bei einem anspruchsvollen Alltag, den viele Menschen zwar nicht mehr körperlich, aber mental dann führen in der Belastung. Du hast auch von der Investition gesprochen. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, wer da zu dir kommt? Was sind das für Menschen? Oder vielmehr vielleicht anders die Frage, wer musst du sein, damit das Mentoring für dich die Anlaufstelle ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann im ersten Moment sagen, dass ich wirklich ein sehr buntes Klientel habe. Und dass alle Menschen verbindet, dass sie bereit sind, etwas zu verändern und auch Lust dazu haben. Es gibt wirklich, ich sage das immer ganz gerne, auch in den Vorgesprächen, keiner startet bei mir, wenn wir nicht eine vernünftige Basis, ein gutes Vorgespräch haben, eine klare Zieldefinition haben, dann macht es keinen Sinn. Das hat zweierlei Gründe. Ich kann das nur mit einer sehr beschränkten Anzahl an Menschen machen, weil wir viel, viel Zeit auch dann miteinander verbringen, aber vor allen Dingen auch mit den Daten eines Menschen verbringen, um die aufzubereiten, um klare Konzepte zu erarbeiten. Das heißt, in einem Agreement, dass ich mit jemandem habe, den Weg zusammen zu gehen, nehme ich auch viel meiner persönlichen Zeit und Energie in Anspruch. Und das möchte ich genauso klar auf der anderen Seite dann wissen, dass jemand damit auch bereit ist, Veränderungen zu machen, auch den Weg zu gehen. Und es ist sicher auch eine Investitionsseite, die das dann nochmal mit berücksichtigt, die eben abhängig von dem Vorgehen dann auch ist, die sich eben an dem Gesamtkonzept orientiert, aber auch an den spezifischen Vorgehensweisen, die wir dann haben. Das sind also Menschen, die Lust haben, etwas zu verändern. Und dann würde ich die so kategorisieren in Menschen, okay, da ist was ruckelig, also da muss wirklich was angepackt werden. Da ist vielleicht die Energie spürbar niedriger gewesen. Da ist vielleicht die metabolische Balance im Sinne des Blutzuckerstoffwechsels nicht mehr und Insulinstoffwechsels nicht mehr gegeben und so weiter und so fort. Dann habe ich Menschen, die sagen, also gut, ich bin jetzt 50, 60, aber ganz ehrlich, jetzt kommt es doch darauf an, die nächsten 20, 30 Jahre, die will ich schon auch gestalten. Jetzt bin ich in der Situation, Einfluss darauf zu nehmen, die also einfach sagen, ich habe noch eine Menge vor oder ich will auch eine hohe Lebensqualität möglichst lange erhalten. Also möchte ich auch jetzt mich mit Gesundheit auseinandersetzen und nicht mich, weil ich im Ruhestand oder ähnliches bin, zurücklehnen, die dann natürlich auch eine gewisse finanzielle Möglichkeit dazu haben. Und der dritte Aspekt ist, und das ist tatsächlich auch ein guter Bestandteil, ich würde fast sagen, dass es ein Drittel meiner Klienten ausmacht, die sind so in einem Alter um Ende 30,
40 Jahre. Und die haben verstanden, dass jetzt der Grundstein dafür gelegt wird, was in den nächsten 20, 30, vielleicht 40 Jahren passiert. Und die wollen jetzt Einfluss darauf nehmen. Also sie wollen sehr früh anfangen, echte Prävention aus dem Lebensstil zu betreiben. Und die interessiert dann sehr, welche persönlichen Voraussetzungen haben sie da. Dann kann man im Grunde genommen so sagen, dass es so 50% der Leute sind vielleicht Geschäftsleute, Führungskräfte, Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn man so will, oder Menschen aus dem öffentlichen Leben. Und 50% sind Menschen, die ja so im Sinne einer ganz, ganz klassischen Privatperson herkommen, wo ich vielleicht auch im ersten Moment gedacht hätte, wollen die das jetzt so machen? Sind die bereit, das jetzt so auch zu investieren? Aber die sind einfach so persönlich unheimlich interessiert daran, etwas zu verändern. Für wen ist das also hier was, um das noch einmal runterzubrechen? Nur für Menschen, die verstanden haben, dass Gesundheit selbst gemacht wird, die bereit sind, den Status quo auch an der einen oder anderen Stelle in Frage zu stellen und dann nachhaltige Veränderungen mit uns zu erarbeiten, die wertschätzend sind in dieser Zusammenarbeit. Wir investieren unfassbar viel Zeit, unfassbar viel Energie auch da rein, die natürlich auch über ein Honorar abgegolten wird und Investition abgegolten wird. Aber ich würde jeden Menschen, sorry, wenn ich das so sage, ablehnen, mit denen ich keine gute Ebene habe. Das brauche ich, das möchte ich für keinen von euch, die damit arbeiten, ob es für dich auf der mentalen Gesundheit ist, ob es mein Mikrobiomexperte, mein Infusionsexperte, mein Präventivmediziner, mein Kardiologe oder ähnliches sind, die situativ mit einbezogen werden dann in den Prozess. Hauptsächlich wird es aber von mir begleitet, immer persönlich. Und nein, das möchte ich dann einfach nicht. Und das ist dann auch okay. Dann gibt es vielleicht andere Stellen, wo das besser funktioniert. Ich bin kein Drill Sergeant, ich bin ein großer Diplomat, aber ich erwarte auch, dass jemand bereit ist, seine Energie und seine Einstellung zu überdenken und Veränderungen dann zu schaffen. Und der enorme Lohn ist, dass wir nach wenigen Monaten auf eine völlig andere Realität blicken, die wir nicht nur messen, sondern die Menschen selbst erleben. Und dass wir im Prinzip für jemanden einen Bauplan entwickelt haben, der, ich sage gerne, in der Schublade liegt. Nein, er hängt am besten in großen Bilderrahmen. Eine Art grundlegendes Konzept, was dauerhaft im Leben weiter berücksichtigt werden kann. Und deswegen sind das eigentlich so die vielleicht wichtigsten Faktoren, die es dann ausmacht, um für sich selbst auch die Entscheidung zu fällen, im ersten Moment passt das Mentoring zu mir, möchte ich da was machen. Ja, also am Ende haben wir ja auch keinen Zauberstab, ne? Wir können Weichen stellen, wir tun unheimlich viel dafür, mit einer guten Analyse nachvollziehen zu können, wo steht jemand, was gibt es für Zusammenhänge, die betrachtet und berücksichtigt werden müssen. Aber wir können die Arbeit nicht für euch, für dich tun natürlich. Also die muss jeder für sich selbst tun und ganz unabhängig von der finanziellen Investition, die entbehrt einen nicht von der eigentlichen Arbeit, die dann erst noch kommt, nämlich wirklich das, was von einem abverlangt wird, dann auch umzusetzen. Und was wir aber beide tun, also du in deinem Bereich, ich in meinem der mentalen Gesundheit, wir sind immer an der Seite. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen, wie intensiv du gerade auch in diesen Phasen, in denen sehr viel abverlangt wird von den Mentoring-Kunden, wie intensiv du und auch ich dann dabei sind. Ja, total gerne. Und vorab auch noch, um das aufzugreifen, weil ich das so wichtig finde, was du sagst. Ganz häufig ist das in den Gesprächen mit den Menschen so, dass sie immer wieder sagen, was ich für sie gemacht habe und was ich verantwortlich bin. Und natürlich spielen wir dann offensichtlich eine ganz wichtige Rolle. Und ich finde das ja auch super schön. Aber das hat jeder selbst gemacht da drin. Wir haben einfach nur da drin begleitet und gezeigt, was eben wichtig ist. Ich finde das ganz, ganz wichtig, das klar zu machen, weil jeder am Ende auch seines Glückes Schmied dann da drin selbst ist. Und was ich nochmal auch auf deine Frage hin hervorheben möchte, ist, wir arbeiten Schritt für Schritt. Wir haben nicht vor, wie heißt es so schön, Rome wasn't built in a day. Wir haben nicht vor, eben von heute auf morgen das ganze Leben umzukrempeln, sondern wir sprechen mit Menschen über ihre Bereitschaft zu investieren auch, im Sinne auch an Zeit und Energie. Wir sprechen darüber, was sind die größten Hebel. Wir
Wir wissen, wo jemand hin möchte und so weiter. Und das verweben wir. Und es ist auch die große Interdisziplinarität, die wir in den Austausch zu den jeweiligen Mentoring-Klienten und Klientinnen dann auch haben, der einen enormen Mehrwert bietet, weil wir uns selbst auch immer wieder reflektieren und verschiedene Bausteine mit dann berücksichtigen, die ganz wichtig sind. Und deswegen ist es so, dass wir Schritt für Schritt vorgehen können, um, und das ist meist so, wenn wir die ersten Veränderungen machen mit jemandem, dann kann das anstrengend sein. Also nehmen wir mal das Ernährungsverhalten. Das ist ja sehr, sehr stark auch verinnerlicht. Also wir, die meisten werden doch in den Supermarkt gehen und kennen ihre Regale und sind dann nach 5 Minuten wieder draußen. Ich erinnere mich an Andreas, der das beispielsweise gesagt hat, der plötzlich gesagt hat, ich war dann eine halbe Stunde einkaufen oder sowas. Und ich gucke dann auf den, ich nenne es ja Beipackzettel, also die Zutatenliste, und denke nur, ach Mist, was ist denn da für ein Dreck drin? Das geht ja eigentlich gar nicht gut. Es ist also am Anfang auch ein bisschen aufwendiger, überhaupt keine Frage. Und dann sagte er, was ich an Energie zurückbekommen habe, wie sehr sich das zur Gewohnheit entwickelt hat. Und da braucht jemand auch mal ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Unterstützung, ein bisschen guten Zuspruch, ein bisschen Erklärung nochmal, was, wie, wo, wann, wie wichtig, was, in welcher Menge ist das relevant oder wird das relevant? Zu gucken, dass so die erste Euphorie, die erste Anstrengung und dann die beibehaltende Phase gut funktionieren kann. Und das können wir auch, weil es ja doch auch bei dem einen oder anderen über Ernährung zu mehr Energie, zu weniger Entzündungsprozessen, zu besserer Regeneration, zu weniger Verdauungsproblemen und auch zu einer Gewichtsreduktion dann kommen, die wir wirklich nachhaltig beibehalten können und wo im Gegensatz zu vielen anderen Veränderungsprozessen, da wirklich auch Nachhaltigkeit erreicht werden kann. Wir überfordern keinen in der Vorgehensweise per se schon. Wir haben für alle Vorgehensweisen Abstufungen auch. Also ich sage mal, wir können Champions League spielen, aber wir können auch mehr als Bezirksliga, sagen wir mal, zweite Bundesliga können wir auch gut spielen. Und wir überlegen dann, was kann für jemanden richtig gut umgesetzt werden? Was ist eine Strategie, die uns dann trotzdem noch nah ans Ziel bringt, aber die einfacher für jemanden ist? Und am Ende des Tages, und ich erinnere mich auch da an ein Feedback vom, ich glaube, es war der Markus, der sagte, dieses Gefühl zu wissen, dass da jemand ist, dieses Gefühl zu wissen, dass wenn ich was habe, dass jemand da ist, der das bewertet mit, der mich in der Situation an die Hand nimmt und mir zeigt, wo es lang geht, wie weitreichend auch Konsequenzen sein können, ist ein unheimlich gutes und beruhigendes Gefühl. Markus begleite ich jetzt deutlich über ein Jahr inzwischen schon. Und das hat natürlich enormen Einfluss auch auf so eine Sicherheitskomponente. Eben nicht zu sagen, so, das haben wir gemessen. Und das ist für uns auch wichtig. Wir erklären die Dinge. Also wir kommunizieren doch mit Menschen. Ich finde Medizin, und das, was wir auch darüber hinaus machen im Lebensstil Prävention, das ist doch eine Sache, die zwischen Menschen passiert. Das heißt, es ist wichtig, dass Menschen verstehen, was bedeutet das jetzt, dass dafür ausreichend Zeit bereitgestellt werden kann. Das können wir an der Stelle natürlich dann auch leisten, wo es nicht anders nicht möglich ist. Und dass es dann ein Verständnis dafür geben kann und auch in Gesprächen und Abstimmungen eben klar ist, wie kann was gut umgesetzt werden? Da ist man einfach auch bei uns begleitet und unterstützt. Und ich hatte eigentlich gedacht, das wird ein kurzes Interview. Ich merke, das ist es nicht. Kriegst du nicht mit mir hin, vermute ich. Ich würde tatsächlich einfach die Runde einmal schließen, einfach mit der Frage, gibt es noch etwas ganz Wichtiges, was es hier an dieser Stelle abschließend noch zu sagen gibt? Nee, ich bin jetzt so im Mentoring-Thema drin gewesen. Ich kann nur sagen, das ist eine enorme Leidenschaft und ich glaube, das ist spürbar, was wir da reinstecken. Das ist für mich, persönlicher wird's nicht, wenn ich Menschen doch auch beruflich begleite. Das sind in vielerlei Hinsicht Freunde auch geworden, die da mit mir dieses und mit uns dieses Programm dann auch durchlaufen. Und es ist für mich ein unfassbar großes Privileg, das machen zu dürfen. Das hat so viel Sinnhaftigkeit. Die Freude daran, auch so individuell überhaupt werden zu können, ist natürlich auch einfach ein Privileg, das man so in der klassischen Medizin nicht haben kann. Da dürfen wir einfach auch fair bleiben am Ende des Tages.
Hier investiert jemand als einzelne Person dafür und hält keine irgendwie geartete Krankenkassenkarte dann vor den Scanner. Und das macht dann natürlich auch einen großen Unterschied aus. Und es ersetzt auch nicht konventionelle Medizin. Aber das ist der Bereich, wo Menschen Einfluss nehmen können. Und ich wünsche mir, unabhängig davon, was wir jetzt hier besprochen haben, dass Menschen einfach nur verstehen, Gesundheit ist selbstgemacht. Ein ganz, ganz großer Teil kommt aus unserem Lebensstil. Und bitte, Leute, nehmt diese Chance wahr. Wer vorhat, ein möglichst langes und vor allen Dingen auch gesundes Leben mit hoher Lebensqualität zu führen, der kommt nicht daran vorbei, seinen eigenen Beitrag dafür zu leisten. Und zwar jetzt und nicht erst in 3, 4, 5 Jahren. Und in jeder Lebensphase bitte. Weil das ist ja kein Prozess, in dem wir mal kurz uns einfrieren und dann wieder einzusteigen. Gesundheit ist das Wichtigste. Das ist das eine zentrale Fundament für alles andere. Davon geht Lebensglück aus, davon geht Lebenserfolg aus, wie auch immer man den definiert. Kümmert euch bitte um eure Gesundheit, findet gute Strategien im Alltag, guckt, was euch gut tut, guckt, was für euch gut funktioniert, bewertet das nach Nachhaltigkeit und der Fähigkeit, das beizubehalten. Und dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg, einfach auch jetzt schon. Herzlichen Dank. Danke dir für die Einladung.